Okay, du, Dex. Hast mich kalt erwischt. Wanda, meiner besten Kellnerin, ist eines. Würdest du deinem alten Kumpel aushelfen und ein paar Bestellungen zu den richtigen Tischen bringen? Toll! Was ist denn nun mit meiner Six-Six? Perfekt! Vielen Dank! Es geht doch nichts über. Ardis. Ja, so Ardis. Mein Ardis. Danke. Wo ist mein Chowder Club Sandwich? Da ist ein Sandwich. Ah. Sieht lecker aus. Das ist definitiv kein Nunaschenkel. Wenn es einer ist, dann geht's diesen Nunas echt erbärmlich. Oh, besser spät als nie. Ja. Hier und extra noch ein paar Death Sticks. Wow, lass mal probieren. Dex? Können wir reden? Ihre Bestellung erhalten? Worüber wollt ihr reden? Sag mir, was das ist. Was du hier hast, ist ein Camino Saber Dart. Camino, das kommt mir nicht bekannt vor. Liegt das in der Republik? Nein, nein, es ist hinter dem Outer Rim. Diese Kaminoaner bleiben gewöhnlich unter sich. Sie sind Kloner. Kloner? Nein, R4. Ich habe Kamino auf den üblichen Karten noch nicht bemerkt. Los, gehen wir zum Archiv. Auf zurück zum Jedi-Tempel. Erinnert ihr so euch? Ihr sie mich so geraten, mich sie sollen zu Arzt gehen nach schlechtem Essen? Fuck yes! Andere reisen mit einem Taxi, wir mit einem Starfighter. Aber ich muss doch eigentlich zum Jedi-Tempel rüber, oder nicht? Für mich gibt es keinen Sinn, dass wir zum Senatsbezirk müssen. Ach doch, um ein Taxi zu nehmen zum Jedi-Tempel. Yay! So, auf geht's zum Jedi-Tempel. Wo müsst ihr hin? Jedi-Tempel. Eine schöne Reise. Willkommen zurück im Jedi-Tempel. Wundervoll. Hallo Jedi. Hallo Putzreini. So, zu den Archiven. Warum stehen hier 4 Dumbledores? Jocasta Nu? Okay, wo ist Jocasta Nu? Lade die Koordinaten ins Terminal hoch. Laut Dex sollte Camino genau hier sein, aber da ist nur leerer Raum. Einen Planeten verloren, Meister Obi-Wan hat. Wie peinlich. Da ist einfach nichts. Der Umriss der Gravitation verbleibt. Ha? Sehr gut. Begib dich zum Zentrum der Gravitationskraft
und finden deinen Planeten, du wirst. Aber Meister Yoda, wer könnte Informationen aus den Archiven entfernen? Das ist die Büsten müssen der Geschichte entsprechend richtig angeordnet sein. Aber ich gleiche sie gern mit den Vielleicht möchtet ihr die Geschichte einer Jedi-Prüfung hören. Dooku belegte den ersten Platz, obwohl er geschummelt hat. War keine Überraschung. Obi-Wan hat es geschafft, seinen eigenen Meister, Qui-Gon Jinn, zu übertreffen. Aber keiner von beiden konnte Ki-Adi-Mundi besiegen, der den ersten Platz nur deshalb verpasste, weil der Schiedsrichter die Sumpfschwingen, die auf seinem Kopf nisteten, nicht gezählt hatte. Meister Yoda verbrachte die meiste Zeit damit, mit den Sumpfschwingen zu verhandeln, konnte aber keine einzige fangen. Also kam er als Stockletzter ins Ziel. Das war eine Erleichterung für Mace Windu, der lediglich eine einzige fing. Und das auch nur, weil diese von einer Bö gegen eine Fensterscheibe geweht worden war. So lautet die Geschichte. Ich hörte einige Meister sagen, anscheinend... Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? Dooku? Mundi? Obi-Wan? Soll das Windu sein? Funktioniert. Das ist einfach, irgendwie jetzt gerade frag. Das ist Dooku. Nur weil er der beste Sumpfschwingenfänger war, heißt das nicht, dass er sehr beliebt war. Wir sollten das jetzt wirklich entfernen. Das ist Mace Windu. Benannt nach der Waffe, mit der er seine einzige Sumpfschwinge fing. Dem Wind. Das ist natürlich Ki-Adi-Mundi. Ein durchschnittlicher Sumpfschwingenfänger mit einem Über-Dokui-Gon-Jin. Beim Fangen von Sumpfschwingen hat die Macht ihm nicht gerade gelacht. Das ist Obi-Wan Kenobi. Ein gut... Ach ja, Meister Yoda. Kann ich jetzt aber Yoda wieder auf die Stelle stellen? Entschied sich dafür, Sumpfschwingen mit Worten einzufangen und wurde Stockletzter. Anscheinend gibt es noch was zu lösen. Qui-Gon. Mundi. Das sind eigentlich nicht diese Köpfe, die da eigentlich hingehören. Du stehst schon. Du stehst noch nicht richtig. So. Nice, raus hier. Galaxiskarte. Rishi heißt unser Ziel. Und somit entdecken wir jetzt gleich einen neuen Planeten. Jetzt muss ich aber trotzdem mal schauen, nachdem wir jetzt so viel freigeschaltet haben, was diese Steine angeht.
müssten wir doch jetzt eigentlich, was Level angeht, echt gut dastehen. Guck mal. Die allgemeinen Dinge haben wir somit verbessert. Und somit ist das das Nächste, was wir hier haben. Sehr schön. So. Move onwards. Ich bin dafür, dass wir erstmal das Allgemeine verbessern, bevor wir uns irgendwas anderes anlachen. Aber ich glaube, ich kann euch überall hinbringen. Das sollte der richtige Weg sein. Landeplattform vom Nord, jawohl. Findet, auf geht's. Auch im übertragenen Sinn. Ich freue mich sehr. Dann mit Landeplattform Nord. Ich habe neue Informationen. So. Zu uns. Hier hinten. Gleiche Gegenstände zerstören. Drei Stück. Von 8. Trete zurück. Ich kümmere mich darum. Sieben von 8. Davon ist 8 von 8. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Freunde. Wie entzückend. Jawohl. Propaganda entlarven, Mission abgeschlossen. Nice, ich bin gerade so happy. Und großartig. Was ist du? Wieder ausgesperrt. Wo geht diese Leitung denn hin? Mando, du willst uns doch kurz helfen, habe ich gehört. Hallo Kogu.
Jedi. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das Macht. Wird etwa ein Jedi-Meister benötigt? Sonst soll wieder gehen. Das sollte für uns heißen, wir sollten einen Arkjäger bekommen. Den ich jetzt, by the way, richtig gerne hätte. Danke, dass ihr den Raum aufbekommen habt. Hier, nehmt das. Was haben wir denn da? Ziemlich nices. Millennium Falcon, okay. Gut, dann zurück zur Landeplattform. Und auf Richtung Kamino, würde ich sagen. Und da speichere ich dann. Genau, und dann machen wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal weiter. Ups, der stand blöd. So, und ich würde jetzt tatsächlich gerne nicht mit dem fliegen, sondern Druiden-Trierjäger. Weg. Ist das alte oder neue? Ist der neue. Ich bin ja nicht über den alten beschwert. Tatsächlich. R4. Auf geht's. Wie habe ich das gerade gemacht? Reisen nach Kamino. Und wieder haben wir dieses Problem. Oh, das ist ein Bug, glaube ich. Es muss ein Bug sein, anders geht's nicht. Das ist echt nervig. Die Poker City, auf geht's. Landen. Dass wir aus diesem weißen Zeug hier rauskommen, das ist echt scheiße. Über Naboo's letztes Mal auch schon. Das ist also Kamino. Das Wetter ist allerdings furchtbar. Dann sehen wir mal, ob wir jemanden finden, der unseren mysteriösen Kopfgeldjäger kennt. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oh, jetzt muss ich mir mal die kaminoanische Figur hier anschauen. Wäre es möglich, dass wir so eine Figur mal aus Lego wirklich zu sehen bekommen? Es wäre so nice. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier auf diesem furchtbaren, ekelhaften
nassen Planeten. Auf dem sogar mal die Sonne scheinen kann, habe ich gehört. Ja, bis dahin, ciao und vor, bleibt gesund. Wir sehen uns.